Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus nach den Gremiensitzungen am heutigen Tag mit dem Generalsekretär der CDU Deutschlands, Mario Czaja. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben heute die Sitzung vom Präsidium und Bundesvorstand gehabt und haben zunächst einmal über die sehr guten ersten beiden Regionalkonferenzen gesprochen, die wir am letzten Donnerstag und letzten Freitag hier einmal in Pforzheim und einmal in Münster hatten. Sie haben gemerkt, jedenfalls die da waren, dass die Partei große Freude und Spaß hat an der inhaltlichen Erneuerung. In Pforzheim waren gut 700 Mitglieder dabei. In Münster waren es mehr als 1.000. Und es hat Spaß gemacht, so eine aktive, motivierte Partei zu erleben. Wir starten jetzt mit der Mitgliederbefragung. Ab kommenden Mittwoch, am 15. März, werden unsere Mitglieder, alle Mitglieder befragt mit 17 Fragen. Alle, die digital antworten können, sind also dabei und es geht bis Mitte April. Ein zweites Thema, das uns in den beiden Sitzungen bewegt hat, was wir besprochen haben, ist die Anknüpfung an das, was wir in Weimar besprochen und begonnen haben, nämlich unsere intensive Debatte über das Thema Wirtschaft, Klima, Energie. Wir wollen das weiter mit Leben füllen und möchten weiter Vorschläge unterbreiten, wie man mit neuen Technologien in der Lage ist, den Klimawandel zu begegnen und gleichzeitig unsere Wirtschaftskraft zu erhalten. Wir wollen zeigen, wie man mit neuen Technologien, beispielsweise mit Wasserstoff, CO2-Absonderung, CO2-Speicherung, mit Kernfusion den Energiebedarf der Zukunft decken kann und dabei zugleich wettbewerbsfähig ist. Wir führen dazu am 27. April einen Zukunftskongress hier in Berlin, im Berliner Tempodrom statt, durch. Und wir wollen dort mit namhaften Forschern sowie führenden Unternehmen über die Frage sprechen, wie ist Klimaschutz mit dem Erneuerungsprozess und dem Wachstumsprozess verbindbar. Ein drittes Thema, das eine Rolle spielte, war unser Positionspapier oder besser gesagt das Positionspapier der Fraktion zum Thema Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Sie wissen, dass der geschäftsführende Fraktionsvorstand dieses Papier beraten hat und heute dem Fraktionsvorstand und dann morgen der Fraktionsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorlegt. Für uns ist klar, wir wollen das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte und denjenigen, die völkerrechtlich den Schutz haben, nach der Genfer Flüchtlingskonvention in unserem Land Schutz zu bekommen, auch weiterhin erfüllen. Wir wollen natürlich auch denjenigen, die aus der Ukraine kommen, die Hilfe und Schutz gewährleisten. Aber es braucht auf der anderen Seite eben auch eine klare Trennung zu den Dingen, die erforderlich sind, um Fachkräfte in unser Land zu holen oder noch einmal, um es einfacher zu machen. Bei den einen ist es so, dass sie unsere Hilfe brauchen und bei den anderen definieren wir, wen wir für unser Land brauchen. Dazu haben wir in diesem Papier die Gründung einer Bundesagentur für Einwanderung, also einer Work-and-Stay-Agency, vorgeschlagen, um künftig Asylverfahren und die Einwanderung von Fachkräften organisatorisch zu trennen. Wir entlasten damit sowohl die Auslandsvertretungen, die uns häufig schildern, dass sie mit dieser Situation überfordert sind. Und auf der anderen Seite geben wir den Kommunen die Entlastung, denn da ist momentan diese Aufgabe verortet. Und wir hören immer wieder, dass ausländische Fachkräfte wahnsinnig lange warten, um im deutschen Arbeitsmarkt ankommen zu können. Das wollen wir ändern. Und das ist auch ein wichtiger Unterschied zur Ampel, die Asylpolitik und Arbeitsmarktpolitik miteinander vermischt. Das wollen wir nicht tun, sondern wir sagen, wir haben auf einer Seite den Anspruch auf das Asylverfahren und auf der anderen Seite das Thema Fachkräfteeinwanderung. Es soll eine voll digitale Agency sein, also keine neue Institution, die mit viel Bürokratie arbeitet, sondern im Gegenteil eine Institution, die von Bürokratie entlastet und bisherige Institutionen davon befreit. Ein weiteres Thema, das sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand eine Rolle spielte, war der Bildungsgipfel. Morgen möchte die Bundesregierung einen solchen Bildungsgipfel durchführen. Ob diese Veranstaltung den Namen verdient, sei in Frage gestellt. Wir sind ja am Wochenende oft gefragt worden, was wir denn von diesem Gipfel erwarten. Nun, das haben unsere Fachleute, wie auch ich, haben das zum Ausdruck gebracht. Es gibt genügend Punkte, Startchancenprogramm, qualitätsoffensive Lehrerbildung oder auch das Thema Fortsetzung des Digitalpakts Schule. Da hätte man schon einige Dinge zu besprechen gehabt. Aber es scheint ja so, dass 14 von 16 Ministern entweder gar nicht kommen oder nicht eingeladen sind. Nicht mal mehr alle Kultusminister, so haben wir heute noch mal erfahren, haben überhaupt eine Einladung dazu bekommen.
Wir fürchten, dass es sich nur um eine Showveranstaltung der Ministerin handelt, deren Namen im Land kaum jemand kennt. Aber es wäre für uns schon wichtig, dass da endlich was vorangeht in diesem wichtigen Thema. Aber die Erwartungshaltung ist da sehr gering. Ein weiteres Thema, das eine Rolle spielte, Sie haben es gelesen, es gibt einen Vorschlag der Ampelkoalition zum Thema Wahlrecht. Um es nochmal deutlich zu sagen, auch wir wollen, dass der Bundestag verkleinert wird. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet, wie wir zu 598 Mandaten im Deutschen Bundestag kommen. Wir sind auch weiterhin kompromissbereit, mit der Ampelkoalition über eine Verkleinerung des Bundestages zu sprechen. Nun muss man deutlich sagen, es ist auch übliche gelebte Tradition, mit der stärksten Oppositionsfraktion ein solches Thema zusammen zu besprechen und ein ziemlich einmaliger Vorgang, dass das nicht der Fall ist. Ein zweiter einmaliger Vorgang ist, dass die Erststimme, also die Wahlkreisstimme, keinen dauerhaften Wert mehr haben soll, sondern zugeteilt werden soll. Das führt dazu, dass die Stimmen nicht mehr gleich viel wert sind. Für uns ist wichtig, wer den Wahlkreis gewinnt, der muss auch den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger abbilden können, Mitglied im Deutschen Bundestag zu sein und sie zu vertreten. Alles andere widerspricht unseren demokratischen Prinzipien. Und deswegen können wir einer solchen Wahlrechtsreform nicht zustimmen. Aber wie gesagt, wir bleiben weiter kompromissbereit. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Wir haben zwei unterschiedliche Vorschläge gemacht. Das eine ist das echte Zwei-Stimmen-Wahlrecht, mit dem wir sicher bei 598 Mandaten bleiben, 299 direkt gewählt und 299 über die Liste. Es gibt alternative Möglichkeiten, wie beispielsweise die Reduzierung der Wahlkreise, was wir ja derzeitig haben. Das wird übrigens zurückgenommen von 280, geht man wieder hoch auf 299 Wahlkreise, weil es zwei prominente Mitglieder der SPD auch betrifft, dass diese Wahlkreisreform kommt, nämlich die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und Lars Klingbeil. Beide wären von dieser Reform betroffen gewesen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wir haben dann auch noch mal intensiv darüber gesprochen, wie wir die Klausur in Meseberg beurteilen. Mit großer Sorge betrachten wir den momentanen Streit in der Ampel und auch auf der Kabinettsklausur, beispielsweise zu den Eckpunkten des Etatentwurfs von Finanzminister Lindner. Über die Pläne zum Thema Heizungsverbot von Öl- und Gasheizung haben wir auch intensiv gesprochen, denn weder das Personal ist bei den Betrieben vorhanden, um einen solchen Umbau der Heizungsanlagen im ganzen Land vornehmen zu lassen, noch ist das Geld vorhanden. Es ist eine soziale Frage, die damit verbunden ist. Viele haben in den vergangenen Jahren noch Förderprogramme des Staates genutzt, um ihre Ölheizung oder Gasheizung zu erneuern, insbesondere die Gasheizung zu erneuern. Das ist eine Politik für Besserverdienende, die Grünen dort machen, aber keine für die breite Mitte der Gesellschaft. Und last not least, Mecklenburg-Vorpommern, darf ich noch kurz erwähnen. Das, was da vonstatten geht, ist schlicht ein Skandal. Wenn sich die Vorwürfe gegen Frau Schwesig weiter erhärten, ist es deutlich, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat, dass sie gelogen hat. Sie ist aus unserer Sicht als Ministerpräsidentin nicht mehr zu halten und sollte schon aus Respekt vor dem Amt endlich zurücktreten. Es ist sehr offensichtlich, dass sie eine Konstruktion gebaut hat, um Gazprom die Möglichkeit zu geben, zu tricksen und die Sanktionen zu umgehen. Da braucht es jetzt Aufklärung, aber nicht von ihr, sondern von neutraler Stelle. Und sie sollte möglichst schnell ihren Platz räumen. Wir haben Zeit für einige Fragen. Herr Blank hat sich als erstes gemeldet und ist deswegen als erstes dran. Herr Chaya, Sie haben es angesprochen, Wahlrechtsreform. Haben Sie denn noch mal gesprochen über eine Klage vor dem Verfassungsgericht? Wird die CDU nun klagen oder befürchtet die CDU als einzige oder möglicherweise einzige Partei dazustehen, als die Partei, die verhindert, dass der Bundestag kleiner wird? Danke. Zunächst, wir haben vorgeschlagen, den Bundestag auf 598 Abgeordnete zu verkleinern. Die jetzige Ampelkoalition schlägt eine Reform vor, die weit von dieser Maßgabe weg ist, nämlich auf 630 Mandate. Das zeigt, man hat die Notwendigkeit gebraucht, eigene Kolleginnen und Kollegen für diesen Vorschlag überhaupt zu begeistern. Auch bei der Ampelkoalition weiß ich, dass es große Skepsis darüber gibt, dass man als Wahlkreisgewinner nicht mehr seinen Wahlkreis direkt vertritt. Ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Im Wahlkreis Dresden ist beim letzten Mal der CDU-Kandidat mit der Erststimme direkt gewählt worden. Die CDU ist dort viertstärkste Kraft bei der Zweitstimme. Also die Wählerinnen und Wähler haben klar entschieden, wer diesen Wahlkreis vertreten soll.
Nach dem jetzigen System würde dann der AfD-Mann diesen Wahlkreis vertreten. Das haben nun die Wählerinnen und Wähler in dem Wahlkreis offensichtlich nicht gewollt, weil sie haben dem CDU-Kandidaten die Mehrheit der Erststimmen gegeben. Bei der Zweitstimme war aber die CDU viertstärkste Kraft. Und also es folgt ja übrigens auch einem AfD-Vorschlag, denn die Grundlage dieses Vorschlags ist eine AfD-Idee, die schon vor geraumer Zeit in den Deutschen Bundestag als Wahlrechtsreform von ihr eingebracht wurde. Wir haben den Vorschlag, 598 Sitze zu begrenzen durch das echte Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Und wir haben zudem Vorschläge unterbreitet, wie man im bestehenden Wahlrecht auch zu einer Verkleinerung kommen könnte, indem man zum Beispiel die bereits jetzt von allen Landesinnenministern bereits durchgerechnete Verringerung der Anzahl der Wahlkreise umsetzt auf 280, wie wir einen anderen Verteilmaßstab hinbekommen zwischen der sogenannten ersten Verteilrunde. Sie stecken da im Detail sicher wie ich auch drin, aber für die Mehrheit der Öffentlichkeit ist das schwer nachvollziehbar, sodass also die Erststimmen, die an einer Stelle zu viel da sind, mit Zweitstimmen aus anderen Bundesländern verrechnet werden. Wir haben über die Grundmandatsklausel gesprochen, die man anpassen könnte, womit man damit auch auf 620, 625 Sitze kommen könnte. Beide Vorschläge von uns verringern den Bundestag stärker als der Vorschlag, der von der Ampel derzeitig auf dem Tisch liegt. Wir sind weiterhin zu Gesprächen bereit. Wir werden uns dann nach der Beschlussfassung in dieser Woche, die ja zu erwarten ist, den Sachverhalt anschauen und auch, wie dann genau die Gesetzesänderung dann aussieht. Man hat ja den Eindruck, dass da doch noch einiges im Fluss ist. Und über ein Normkontrollverfahren seitens der CDU-CSU-Fraktion muss dann im Nachgang innerhalb der Fraktion gesprochen werden. Dazu gibt es jetzt noch keine klare Entscheidung. Frau Mentgen. Ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Sie sagten eben, man müsse ja eigentlich damit zusammen miteinander sprechen. Das haben die Ampel und Union haben ja die ganze Zeit gesprochen über einen möglichen Kompromiss. Woran ist das aus Ihrer Sicht jetzt gescheitert? Und die zweite Frage ist, schon in der letzten Legislaturperiode ist eine weitreichende Reform nicht zustande gekommen. Wie viel Schuld trägt denn die Union jetzt daran, dass sie jetzt womöglich Sitze verliert? Also Sie sprechen ja einen richtigen Punkt an, und das ist der Punkt, dass nach der jetzigen Wahlrechtsreform die Union überproportional Mandate verlieren würde und die Ampelkoalition weniger, obwohl die Ampel größer ist, sonst würde sie ja nicht regieren als die CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Es ist ein Wahlrecht deutlich zulasten der Wahlkreisgewinner, und da die CDU in der Vergangenheit die meisten Wahlkreise im Land gewonnen hat, ist es eben auch eine Wahlrechtsreform, die bewusst zulasten der Union gemacht wird. Das ist aber nicht das Entscheidende für uns. Das Entscheidende für uns ist, dass für uns nicht nachvollziehbar bleibt, und da haben wir auch keine Kompromissbereitschaft. Wer einen Wahlkreis gewonnen hat, muss die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Bundestag vertreten. Wenn es da nur noch zu einer Zuteilung kommt, dann ist am Ende nicht mehr der jeweilige Direktkandidat in dem Wahlkreis derjenige, der die Menschen vertritt, sondern jemand, der über die Liste von einer Partei aufgestellt wird. Das ist ein System, das die Parteizentralen stärkt und die Fläche und den Bürger vor Ort schwächt. Frau Potz. Kompromisse sind wir immer bereit, aber halt eben ohne, nicht bei der Verletzung dieses Grundsatzes. Und das haben wir auch klar zum Ausdruck gebracht. Ja. Ja, natürlich haben Sie recht, man hätte auch eine Wahlrechtsreform auch in der vergangenen Legislaturperiode eine noch weitgehender hinbekommen können. Jetzt nimmt man aber erstmal die Schritte zurück, die man damals beschlossen hat, nämlich die Verringerung der Anzahl der Wahlkreise von 299 auf 280, fährt man jetzt wieder auf 299 hoch. Dass wir auch über die Frage sprechen, ob nicht unsererseits auch in unserer Regierungszeit hätte noch ein mutiger Vorschlag kommen können. Diese Einschätzung teile ich. Es hätte wäre sicherlich gut gewesen, es hätte auch unsererseits einen gemeinsamen mutigen Vorschlag dafür gegeben. Ich war damals nicht im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz auch nicht. Insofern liegt der Ball jetzt nicht zwingend bei uns. Aber nochmal zum jetzigen System. Eine Regelung gegen die Opposition, gegen die stärkste Oppositionsfraktion zu führen, ist nicht Brauch bei der Änderung des Wahlrechts. Und das Zweite, dass ein Wahlkreisabgeordneter gewählt wird und dann nicht im Deutschen Bundestag ist, halten wir schlichtweg für eine Umgehung des Bürgerwillens und können wir uns so nicht anschließen. Frau Potz.
Zum Haushaltsstreik, Herr Chaya, Streit, nicht Streik. Ja. Wir haben so viel über Streik gelesen heute. Herr Lindner scheint auch zu streiken. Ja. Wo sehen Sie Kürzungspotenziale und kann man Militärausgaben gegen Kindergrundsicherung gegeneinander ausspielen? Wir hören ja nun, dass der Bundesfinanzminister, obwohl es so viel Steuereinnahmen gibt wie noch nie, ich zitiere nur ihn selbst, was er vor den Wahlen in der Vergangenheit immer gesagt hat, dass man mit den bestehenden Ressourcen agieren muss, dass das Land noch nie so viel öffentliche Ausgaben hatte. 1 Billion Euro haben Bund, Länder und Gemeinden an Steuereinnahmen, so viel wie noch nie, dass man damit klarkommen muss, um einen Haushalt aufzustellen. Und ich sehe, dass der Bundesfinanzminister dazu nicht in der Lage ist, Eckpunkte vorzulegen. Es war eigentlich für die Klausur vorgesehen. Er selbst hat die Aufgabe, Prioritäten und Nachrangigkeiten zu nennen. Sie wissen, wie viele Fehler allein schon bei der Energiekrise gemacht wurden, wie Einzelmaßnahmen vorgenommen wurden, mit seiner Unterstützung übrigens, von einem ziemlich fehlgelaufenen Tankrabatt bis hin zum 9-Euro-Ticket. Das hat in der Fläche keinen Meter zusätzlicher öffentlichen Personennahverkehr gebracht, aber hat viel Geld gekostet. Er muss diese Vorschläge unterbreiten. Und nein, man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Das war in der Vergangenheit die Wahlkampfstrategie der SPD, immer uns gegenüber, wenn wir eine Stärkung der Bundeswehr eingefordert haben. Aber das kann man nicht. Und der Bundesfinanzminister muss Vorschläge unterbreiten. Er hat so viel Steuereinnahmen wie noch nie. Und gleichzeitig hat er schon im ersten Jahr seiner Amtszeit so viel Schulden aufgenommen wie noch nie ein Bundesfinanzminister in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bitte schön. Hinterländer ZDF, nochmal zur Wahlrechtsreform. Sie sagten, rote Linie ist praktisch die Wahlkreisidee, dass der Wahlkreissieger natürlich in den Bundestag kommen soll. Aber wo wäre denn ein Kompromiss möglich? Wo sehen Sie denn eine Chance, sich doch noch auf den Vorschlag zu einigen, der jetzt gemacht wurde? Wo wäre da der Mittelweg? Ist der überhaupt möglich? Ja, ich habe ja gerade eben unsere zwei Vorschläge genannt. Das eine ist das echte Zwei-Stimmen-Wahlrecht, wo mit den ersten 299 Stimmen sind die gewonnenen Wahlkreise und die zweiten 299 Stimmen kommen über die Liste. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist im bestehenden System bei den 280 Wahlkreisen, vielleicht auch bei noch wenigern, zu bleiben. Damit hätte man schon mal weniger direkt gewählte Abgeordnete. Man kann das Verhältnis zwischen Erst- und Zweitstimme, das prozentuale Verhältnis im Parlament verändern. Dazu gibt es Modellrechnungen, inklusive der Änderung der Grundmandatsklausel. Da kommt man auf zwischen 620 bis 625 Mandate, die wir nach dem jetzigen Wahlergebnis im Deutschen Bundestag hätten. Sie sehen, beide Vorschläge von uns führen einerseits zu einer maßgeblicheren Verkleinerung des Deutschen Bundestages, kleiner als es die jetzige Koalition vorhat, und sind beides Wege, über die man miteinander sprechen könnte. Und letzte Frage hier vorne. Ich hätte noch eine Frage zu Lauterbachs Ankündigung, mehr Hilfen für Impfgeschädigte auf den Weg zu bringen. Was halten Sie denn von den Ankündigungen des Ministers und reicht das in Ihren Augen aus? Ich habe das gerade eben gelesen. Wir hatten jetzt zwei Meetings hintereinander, 2x2 Stunden. Ich habe mich noch nicht mit allen Details dazu beschäftigt. Wenn Sie erlauben, gebe ich Ihnen gerne im Nachgang dazu noch eine Antwort. Aber ich habe es gerade eben auf der Treppe hier eben gelesen und war auch mit Tino Sorge noch im Austausch, um die Meinung unseres Fachsprechers dazu zu erfahren und würde Ihnen dann im Nachgang dazu antworten. Vielen herzlichen Dank. Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.